Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute drehe ich euch, wie versprochen, das Video ab zu den Produkten, die ich mir unter anderem bei Amazon bestellt habe für meinen YouTube-Channel. Ganz, ganz viele fragen mich immer wieder, welche Kamera ich verwende, welches Licht und so weiter, was man denn eigentlich alles dazu benötigt, um Videos eben auf YouTube hochzuladen. Diesem Wunsch komme ich natürlich wahnsinnig gerne entgegen. Ich zeige euch die Sachen, sage ein bisschen was dazu und ich würde sagen, falls es euch interessiert, was vor mir hier alles aufgebaut ist, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Video und los geht's. Ja, meine Lieben, ich würde sagen, wir starten damit, dass ich euch sage, dass ich nicht an einem Tag losgegangen bin und mich dazu entschieden habe, YouTube-Videos zu machen und eine Liste abgearbeitet habe und mir alle Produkte gekauft habe, sondern ich habe mir nach und nach die Sachen gekauft. Ich habe verschiedene Erfahrungen mit den Produkten gemacht, war vielleicht nicht ganz so zufrieden oder hat irgendwie eine andere Erwartung, eine andere Vorstellung und deshalb habe ich mir dann was anderes gekauft. Ja, das wollte ich noch ganz kurz dazu sagen und wir starten natürlich mit dem Allerwichtigsten, das wir benötigen, um YouTube-Videos erstmal herzustellen, nämlich unsere Kamera. Da gibt es natürlich viele verschiedene Möglichkeiten, es kommt darauf an, was ihr eben möchtet. Also möchtet ihr mehr bloggen zum Beispiel oder möchtet ihr Beauty-Videos machen, möchtet ihr Challenges machen und so weiter, da müsst ihr euch natürlich im Klaren drüber sein. Ich filme jetzt hier gerade heute mit meiner Canon 700D, die ich mir schon vor einer Weile gekauft habe. Ich bin ganz zufrieden damit, aber ich werde mir jetzt eine neue kaufen. Es ist ja die 70D quasi die ganze Zeit in meinem Kopf gewesen, aber die wird nicht mehr hergestellt, also man kann sie noch kaufen, aber der Nachkomme der 70D ist die 80D und ich habe mich jetzt wirklich total schlau gemacht, war in verschiedenen Geschäften, habe mich beraten lassen und habe jetzt eine andere Kamera im Auge. Ich werde euch dann davon berichten, aber ich bin mit meiner Canon 700D sehr zufrieden. Es kommt natürlich auch aufs Objektiv an, also das Objektiv ist wahnsinnig wichtig. Ich habe jetzt hier das 18-55mm drauf, aber ich habe mir dieses hier bei Amazon bestellt und zwar hat es knapp 100 Euro gekostet. Es ist halt schön, wenn ihr hinten den Hintergrund schön unscharf haben möchtet, wenn ihr zum Beispiel eine Lichterkette euch aufhängt oder Blumen im Hintergrund habt oder. Und dann ist es eben schön verschwommen. Ihr könnt damit auch wunderschöne Bilder machen mit diesem Objektiv. Und wie gesagt, das Objektiv, das ist halt wahnsinnig wichtig. Es gibt Objektive, die kosten, ja, keine Ahnung, 700 Euro. Das ist natürlich absolut genial, aber das muss es nicht sein. Also ihr müsst euch nicht das Teuerste vom Teuersten kaufen. Natürlich ist die Qualität unglaublich wichtig, denn man bleibt natürlich bei einem Video eher dran, wenn es schön ausgeleuchtet ist und wenn die Bildqualität natürlich gut ist, aber es kommt natürlich auch auf die Person drauf an, denn die sollte sympathisch sein und dann bleibt man auch länger dran. Also so geht es mir. Und man sollte natürlich schauen, wo man sich hinsetzt. Das muss jetzt nicht unbedingt irgendein dunkles Eck sein. Schaut einfach, dass ihr es euch schön macht, dass der Hintergrund ein bisschen schön ist. Wenn ihr natürlich nicht zu viel zeigen wollt, gibt es auch ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Man kann sich schöne Hintergründe, wie sich das anhört. Also es gibt ja verschiedene Stoffe, die man aufhängen kann. Oder ja, man hat einfach eine weiße Wand hinter sich. Das kann man natürlich auch machen. So, also so viel dazu zu den Objektiven. Ich habe diese Kamera hier, die wollte ich euch noch kurz zeigen und zwar ist es auch die 700D, mit der filme ich ja auch gerade, also mit einer anderen, mit meiner neuen. Diese hier, die ist mir nämlich nach 3 Monaten kaputt gegangen, also das ist nur der Body, da ist jetzt kein Objektiv drauf, sieht man ja. Allerdings ist sie nicht mir kaputt gegangen, wir haben sie verliehen und dann ist sie eben kaputt gegangen, leider, aber ich habe sie mir nachgekauft und das spricht natürlich für sich, dass ich wirklich sehr zufrieden war. In der Zeit, als ich noch am Überlegen war, als die in der Reparatur war, die wollten sie nämlich reparieren von Canon, habe ich eine Zeit lang mit meinem iPad gefilmt und zwar von Apple. Das ist natürlich eine Qualität gewesen, die war nicht besonders gut, aber da war ich noch ganz am Anfang und das hat einfach ausgereicht. Ja, ich wollte euch einfach jetzt nur mal die Kamera zeigen, damit ihr sie seht, aber wie gesagt, ich habe jetzt im Moment eine andere noch im Kopf. Ja, was natürlich auch noch sehr wichtig ist, was ich am Anfang so ein bisschen verkannt habe, sind Fernbedienungen. Ihr braucht natürlich nicht 3, sondern nur eine und wenn es geht, die richtige. Ich habe immer die falsche bestellt. Also was heißt die falsche? Die sind so ein bisschen unpraktisch. Natürlich, weil es No-Name-Produkte sind,
Ideal wäre es natürlich, das Original zu kaufen, das ist natürlich auch teurer. Ich komme mit dieser hier super gut zurecht und zwar, die ist eben für Canon und ihr habt hier hinten nämlich die Möglichkeit, das Ganze dann zu verstellen. Und zwar geht es hier auch ums Bild, damit man scharf ist. Das ist nämlich so ein Thema für sich, bis ich das rausgefunden habe, hat es echt eine Weile gedauert. Jedenfalls erleichtert ihr euch hiermit total das Leben, das YouTube-Leben. Also diese Fernbedienung hier gebe ich nicht mehr her und gut, die hatte ich eben als Alternative. Die haben auch funktioniert, aber die waren halt nicht ideal. Ich werde euch übrigens alle Produkte, die ich euch jetzt gerade zeige und von denen ich spreche, mal unten in der Infobox verlinken. Falls euch irgendwas interessiert, könnt ihr euch das sehr, sehr gerne mal anschauen. Ja, dann machen wir doch direkt weiter mit der Kamera. Ich habe mir noch dieses Produkt hier gekauft von Canon, ein Original. Das ist sehr, sehr wichtig fürs Licht. Das habe ich jetzt auch noch gar nicht so lange, aber ich habe einen enormen Unterschied gemerkt und es ist wirklich ideal. Es hat knapp 15 Euro gekostet und das ist definitiv wert. Ganz, ganz wichtig sind jetzt noch Akkus. Die retten euch auch das Leben, genauso wie eine Fernbedienung. Und zwar wäre ein Ersatzakku wirklich von Vorteil, denn ich drehe ja jetzt auch schon die ganze Zeit und mein Akku hat jetzt auch schon geblinkt. Gott sei Dank habe ich diesen hier noch aufgeladen und kann direkt weitermachen, weil es gibt für mich nichts Schlimmeres, wenn ich dann jetzt warten müsste, bis der Akku aufgeladen ist und ich die ganze Zeit rumtippel und auf die Uhr schaue. Das ist nämlich echt total blöd, deswegen organisiert euch, nehmt euch die Zeit, stellt alles schön auf und dann werdet ihr auch Freude daran haben. Ich habe jetzt natürlich noch dieses hier doppelt, weil es eben noch von dieser Kamera ist. Das braucht ihr natürlich nicht, ne? Wichtig ist einfach nur der Ersatzakku. Ja, dann ist noch wichtig die Beleuchtung. Die Beleuchtung, mein Lieblingsthema, nicht, denn es ist so, so schwierig bei uns hier im Haus schönes Licht zu erstellen sozusagen. Mir ballert hier gerade das Licht rein, hier vorne, da drüben und es ist sehr, sehr schwierig bei uns hier im Haus, weil wir ringsherum verglast sind sozusagen. Also das ist wirklich sehr, sehr schwierig und wenn ihr die Möglichkeit habt, in einem Raum zu sitzen und von vorne das Licht zu bekommen, weil ein Fenster vor euch ist, dann ist das die ideale Situation. Ja, es ist tatsächlich so. Also mit dem Licht könnt ihr natürlich auch mit eurer Kamera dann noch spielen, weil ihr euch den ISO noch reguliert und so weiter. Da gibt es natürlich verschiedene Tricks, auch mit eurem Bearbeitungsprogramm könnt ihr da mit dem Licht noch ein bisschen spielen. Aber das ist wirklich ein Thema für sich. Ich habe mir jetzt zu Weihnachten eine Valimax-Leuchte gegönnt. Ich zeige euch jetzt hier nur die Gebrauchsanleitung, weil die vor mir steht. Die ist immer total schön, weil man den Ring, also das Runde in der Pupille sieht. Vielleicht ist euch das schon bei einigen YouTubern aufgefallen. Die macht wirklich ein gigantisches Licht und das Geld war definitiv gut angelegt. Die ist wirklich toll, aber die ist auch sehr, sehr teuer. Also allein die Lampe hat, glaube ich, 150 gekostet und dann habe ich ja noch das Stativ gebraucht. Wie gesagt, es steht vor mir, da habe ich auch das Original genommen von Valimax, weil es genial ist. Also da ist wirklich auch jeder Cent dem Ganzen wert. Ich habe nämlich hier zwei Softboxen stehen, die beide zusammen 90 Euro gekostet haben und da ist das Gestell wirklich, also ja, nicht so gut wie das von Valimax. Also da macht sich der Preis schon deutlich sichtbar. Also das merkt man natürlich schon. Aber es ist super. Also die zwei Softboxen, ich bin sehr zufrieden. Da kommt es auch wieder drauf an, welches Leuchtmittel ihr euch dazu bestellt. Da gibt es ja verschiedene. Meine eine Lampe, die ist jetzt vor einem halben Jahr ungefähr kaputt gegangen. Allein die Lampe hat dann 40 Euro nochmal extra gekostet, ne? Aber wie gesagt, da gibt es sehr, sehr günstige Varianten. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, dass sie ausgeleuchtet werden, aber für den Anfang reichen diese zwei Softboxen, vielleicht sogar eine, wenn ihr euch sie schräg stellt. Das ist nämlich ein kleiner Tipp von mir, die sind eigentlich hochkant, aber man kann sie auch schräg stellen. Ja, das ist so ein kleiner Geheimtipp, vielleicht hilft euch das. Dann würde auch eine Softbox reichen. So viel erstmal zur Beleuchtung und zur Kamera. Wichtig ist natürlich auch der Ton, unglaublich wichtig. Ich habe jetzt hier gerade kein Mikrofon, sondern nur das von meiner Kamera, aber ich habe auch zwei Mikrofone gekauft und zwar zum einen dieses hier, das habe ich jetzt ganz, ganz neu, weil bei mir das Problem ist, wenn ich vorne bei uns im Esszimmer filme, ich eine Glasfassade vor mir habe, die 8 Meter hoch ist und
das total halt. Also da ist es wirklich schwierig, einen schönen Ton für euch zu zaubern. Mir sind da die Hände gebunden. Ich habe alles Mögliche versucht. Ich habe gemerkt, dass es mit diesem Mikrofon hier wirklich also deutlich besser ist. Ist mir auch gesagt worden, ich mag das nur nicht, wenn man das sieht. Also wenn ich ein weißes Oberteil habe und man das sieht und man drankommt und das dann, ja, dann wieder unschöne Geräusche macht, ist es ein bisschen schwierig. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Mikrofone von Rode. Da habe ich mich auch umgesehen, habe mich informiert, habe mich belesen und so weiter, war in verschiedenen Fachgeschäften. Das ist wirklich eine Welt für sich, aber da kostet so ein Mikrofon dann auch so ab 100 Euro. Hatte ich mir auch eins bestellt, das war aber dann nicht kompatibel mit meiner Kamera. Also ihr seht schon, es ist wirklich ein komplexes Thema. Mit diesem hier fahrt ihr ganz gut. Da habe ich, glaube ich, knapp 40 Euro bei Amazon bezahlt. Es ist wirklich eine wirklich tolle Tonqualität. Also ich bin sehr damit zufrieden. Dann hatte ich mir ganz am Anfang dieses hier bestellt. Das ist von König. Ich glaube, das hat 4 Euro gekostet. Das hat auch seine Dienste super getan. Also war ich auch sehr zufrieden. Ihr habt hier so einen kleinen Clip und da könnt ihr euch das dran machen und das passt auch für den Anfang wirklich ideal, macht auch einen guten Ton. Natürlich jetzt nicht ganz so gut wie dieses hier. Ja, meine Lieben, dann kommt es jetzt zum Schneiden. Ja, wir müssen ja unser Video natürlich auch noch schneiden und dafür benötigen wir am besten einen PC oder einen Laptop. Hier ist mein Goldstück. Den verteidige ich mit meinem Leben. Nein, kleiner Spaß. Ich habe den sogar schon liegen gelassen. Da hatte ich ihn erst 3 Monate. Ich sag's euch, ich habe Blut und Wasser geschwitzt. Dazu habe ich euch auch mein Video hochgeladen. Kann ich euch mal unten in der Infobox verlinken. Jedenfalls habe ich sehr, sehr lange gespart. Ich wollte unbedingt einen Apple, weil ich ein Apple-Freak bin. Muss man natürlich nicht haben, ist Geschmackssache. Ich denke, ein einfacher Laptop tut es natürlich auch. Ich habe den mit dem größten Speicher genommen, weil wir natürlich hier von der Kamera eine immense, wir bekommen ganz, ganz viel Filmmaterial und große, große Dateien und die müssen wir ja bearbeiten. Und wenn ihr so einen lahmen Laptop habt, ich sag's euch, ihr ärgert euch so, so sehr, dass ihr einfach nicht weiterkommt, dass ihr nichts speichern könnt, dass ihr erstmal Sachen löschen müsst und so weiter. Ich kann euch ein Lied davon singen. Und deshalb habe ich mir hier den mit dem größten Speicher gewünscht und dann auch gegönnt, weil ich lange gespart habe. Bei Apple ist ein Schneideprogramm dabei, der iMovie, so nennt er sich. Und ich habe auch oben im Büro einen Mac stehen, also einen festen PC quasi mit Bildschirm und so weiter. Und da habe ich am Anfang meine Videos geschnitten. Und dann habe ich mir eben diesen kleinen großen Luxus gegönnt, weil ich dann hier unten auf dem Sofa auch mein Video schneiden kann, E-Mails bearbeiten kann und so weiter. Aber der dient jetzt nicht nur für YouTuber, also ihr müsst euch sowas nicht für YouTube besorgen, sondern der kommt natürlich bei mir auf der Arbeit auch zum Einsatz, ne? Ganz, ganz klar. Bei Windows habt ihr auch ein Schneideprogramm drauf. Ich meine jetzt bei den neuesten nicht mehr, habe ich gehört. Aber ich habe auch das Final Cut Pro X. Das kostet allerdings 300 Euro. Das kann aber auch unglaublich viel. Also das ist richtig, richtig gutes Programm. Da habt ihr ganz viele Effekte und so weiter. Aber für den Anfang reicht iMovie bzw. andere Programme, die nichts kosten. Also ihr müsst euch dafür erstmal nichts kaufen. Ja, meine Lieben, was haben wir denn noch? Wir haben noch für unterwegs meine Vlog-Kamera. Die ist jetzt gerade drüben im Esszimmer. Die blende ich euch mal ein. Die kennt ihr, das ist die Sony Alpha 5100, meine ich. Die habe ich mir mal im Angebot gekauft vor einem Jahr. Da gab es was bei Mediamarkt. Normalerweise kostet die knapp 700 Euro. Bei Amazon habe ich sie jetzt für 450 gesehen, werde ich euch auch mal versuchen unten zu verlinken, falls ich eine günstige finde. Das ist die beste Vlog-Kamera ever. Ich mag nämlich nicht dieses Fischauge von Canon, diese Lecria. Das mag ich nicht anzuschauen, also ich mag mir dazu keine Videos anschauen und deshalb filme ich natürlich auch nicht damit. Ich komme super gut mit meiner Sony zurecht. Ihr habt ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Sie macht ein super Bild, hat eine tolle Tonqualität. Ich habe damit auch schon versucht, hier so Videos zu machen. Allerdings ist es da so, dass sie öfters mal ausgeht, weil die sich erhitzt durch diese Wärme, durch meine Leuchten. Ja, so viel dazu zu meiner Vlog-Kamera. Dann habe ich mir zum Vloggen noch dieses hier gekauft von Manfrotto. Wenn das so heißt, ich glaube, es hat 25 Euro gekostet, ist wirklich genial. Hier mit diesem Kugelkopf ist eine super Qualität. Und dann hatte ich mir noch dieses hier mal gekauft fürs Auto, weil ihr das wirklich ideal oben an euren Spiegel machen könnt. Und zwar könnt ihr euch das so knicken
Und auch für zu Hause, ne, wenn ihr euch das mal irgendwo anbringen wollt und hier oben dann die Kamera dran ist, auch richtig genial. Dann habe ich fürs Auto noch so ein Teil, so eine Befestigung mir gekauft. Falls ich im Auto mal vlogge, kann ich euch auch mal einblenden. Aber das sind ja lauter Sachen, die eben, wie gesagt, nach und nach dazu kamen. Also die habe ich mir nicht alle am Anfang gekauft. Ja, meine Lieben, ich glaube, ich habe euch jetzt soweit alles gezeigt. Meine Lichter, meine Kamera, ach, mein Stativ habe ich vergessen. Natürlich benötigen wir noch ein Stativ. Das war aber relativ günstig. Ich meine, ich hätte 25 Euro dafür bezahlt. Da habe ich mich am Anfang auch echt total abgemüht, weil ich mir gedacht habe, nein, Heidi, du brauchst kein Stativ. Ja, dann habe ich Boxen gestapelt und habe die Kamera drauf und dann ist sie umgekippt und so weiter. Also die 20 Euro, glaubt mir, das ist es wert auf jeden Fall, wenn ihr euch da nicht so abmühen wollt. Aber auch das ist natürlich kein Muss. Ich denke, das muss einfach jeder für sich selbst entscheiden, natürlich auch nach dem Geldbeutel, denn das ist eine Investition. Ihr könnt die Sache natürlich auch super gut wieder weiterverkaufen. Und wie gesagt, wir sind auch kein Muss jetzt, um einen YouTube-Channel zu eröffnen, gar nicht, sondern ja, man hat natürlich auch gewisse Erwartungen. Ich möchte halt schönes Licht haben oder eine gute Bildqualität und dann spart man eben das Geld zusammen und holt sich dann die Sachen. Aber ihr dürft nicht damit rechnen, dass ihr das dann in einem Monat wieder raus habt mit euren YouTube-Einnahmen. Also ich bin niemals davon ausgegangen. Am Anfang, als ich damit angefangen habe, wusste ich nämlich gar nicht, dass man mit YouTube Geld verdienen kann. Ja, ich kleines Dummerchen. Bis ich dann mal aufgeklärt wurde, dass man die Videos monetarisieren kann und so weiter. Das wusste ich am Anfang alles gar nicht. Ich habe das einfach aus Spaß angefangen und das ist mit das Wichtigste. Das möchte ich euch noch gerne ans Herz legen, denn wenn ihr mit YouTube anfangt, macht es einfach aus Spaß, weil ihr Dinge teilen wollt, weil ihr tolle Informationen weitergeben wollt, weil ihr Tipps weitergeben wollt und ja, einfach mit anderen in Kontakt treten wollt. Das ist sehr, sehr wichtig am Anfang, denke ich, und weiterhin auch. Bleibt authentisch, bleibt ehrlich, das ist das Allerwichtigste und daran halte ich mich. Und ja, ich habe natürlich mit das Wichtigste vergessen, und zwar meine Speicherkarten. Natürlich, das ist so für mich selbstverständlich, aber ich möchte euch natürlich der vollständigkeitshalber zeigen. Und zwar habe ich jetzt hier zwei Stück mit 64 GB. Ganz, ganz wichtig, dass ihr darauf achtet. Eine 32 GB wird wahrscheinlich auch gehen. Das kommt halt darauf an, wie viel ihr filmt. Das ist dann ärgerlich, wenn ihr irgendwelche Sachen wieder löschen müsst und so weiter. Ich achte darauf, dass hier eine 10 steht. Ich habe jetzt natürlich vorne noch eine in meiner Kamera gerade und habe auch mehrere. Die sind nämlich öfters mal im Angebot bei Amazon und da habe ich sie mir eben auch bestellt. Dann habe ich noch mein Handy, ganz, ganz wichtig. Ich habe hier nämlich eine App und zwar nennt sie sich Studio. Wenn ich unterwegs bin, kann ich Kommentare beantworten oder Worst Case, falls ich mal die Überschrift falsch schreibe zum Beispiel und zig Nachrichten bekomme, dass die Überschrift falsch ist, ich aber unterwegs bin, dann kann ich einfach auf meine App und kann auf meinen YouTube-Channel zugreifen. Dann wollte ich euch hier jetzt nochmal meine Kamera zeigen, die Vlog-Kamera hier mit diesem ausklappbaren Display. Super wichtig, das rettet euch auch das Leben sozusagen. Und hier habe ich euch vorhin noch vergessen zu zeigen, auch das ausklappbare Display. Das ist natürlich super wichtig. Schaut, ihr macht euch das so raus, so könnt ihr euch das drehen. Also so ist es eigentlich drinnen und dann so. Und dann könnt ihr euch das so umdrehen und seht euch hier im Display, so wie ich mich jetzt hier gerade sehe. Ja, dann natürlich auch noch vollständigkeitshalber. Ich finde es so selbstverständlich, aber ich wollte es euch jetzt natürlich auch noch zeigen. Meine Tasche, in die ich immer meine Kamera packe, falls ich die dabei habe, zum Beispiel auf Blogger-Events oder so und die große Kamera mitnehmen möchte. Da habe ich dann diese schöne Tasche hier dabei und die habe ich auch bei Amazon bestellt. Hier habe ich noch dieses Teil für meine Vlog-Kamera, aber das mache ich nie drum, weil mich das nervt. Und dann habe ich noch diese Teilchen hier für meine Speicherkarte und diese Deckel hier sind auch ganz, ganz wichtig, um eben die Kamera zu schützen. Da habe ich noch die kleine Abdeckung natürlich für meine kleine Kamera. Ganz, ganz wichtig. So sieht es aus. So, meine Lieben, jetzt beende ich aber das Video. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht weiter noch Sachen vergessen habe. Vielleicht habt ihr jetzt mal einen groben Überblick bekommen, was ich alles habe. Es ist nicht alles notwendig, natürlich. Das müsst ihr euch ja nach euren Wünschen so dann eben anschaffen oder eben auch nicht. Jeder hat eben andere Ansprüche und andere Wünsche. Genau. So, das war es soweit von mir. Ja, ich bin die Heidi, falls ihr es noch nicht gewusst habt. Und ich habe 4 Kinder und ich mache viele Vlogs und deshalb muss ich jetzt auch los. Ich muss nämlich jetzt zu meinen Kinderlein, weil schönes Wetter ist. Ich hoffe, dass euch das Video vielleicht ein bisschen geholfen hat.
dass ihr mal gesehen habt, was ich mir so angeschafft habe, was ich hier so habe, was hinter der ganzen Kulisse hier noch steckt. Abonnieren ist kostenlos, das wisst ihr, dann verpasst ihr auch keine Videos mehr von mir. Ansonsten würde ich mich jetzt total freuen, wenn ihr bei meinen beiden letzten Videos vorbeischaut. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, meine Lieben. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!